Hallo, 14 Uhr 16 hier ist der Kenan und heute bringe ich euch Workout Nummer 10, okay? Wie immer, 1 Meter links, 1 Meter rechts. Und wenn wir die Möglichkeit haben, mit einem Korbleger abzuschließen und mit einem Wurf, dann macht bitte 10 Korblegertreffen und 10 Mitteldistanzwürfe, okay? Hier ist Drill Nummer 1. Ball in der rechten Hand, machen Pound durch die Beine hinterm Rücken. Ganz easy zum Warm-up, okay? So schaut's aus. Okay, das war Workout Nummer 1, Drill Nummer 1. Hallo, 14 Uhr 16, hier ist der Kenan und heute bringe ich euch Workout Nummer 10, okay? Wie immer, 1 Meter links, 1 Meter rechts. Und wenn wir die Möglichkeit haben, mit einem Korbleger abzuschließen und mit einem Wurf, dann macht bitte 10 Korblegertreffen und 10 Mitteldistanzwürfe, okay? Hier ist Drill Nummer 1. Ball in der rechten Hand, machen Pound durch die Beine hinterm Rücken. Ganz easy zum Warm-up, okay? So schaut's aus. Okay, das war Workout Nummer 1, Drill Nummer 1. Drill Nummer 2, okay, da macht ihr einen Handwechsel durch die Beine und ihr dribbelt dreimal hinterm Rücken. 1, 2, 3, okay? Das schaut dann so aus. Okay, das macht ihr auch eine Minute lang. Falls ihr das auf dem Korb macht, dann schaut es ungefähr so aus. Und dann geht ihr vorbei am Gegner. Okay? Also, Crossover. Boom. Und dann schnell am Gegner vorbei. Okay? Oder zum Wurf kommen mit einem Stepback. Die Jungs, ihr seid eh sehr kreativ. Das heißt, der Rest ist euch eigentlich überlassen. Drill Nummer 3 schaut dann so aus. Zweimal Handwechsel durch die Beine. Zweimal hinterm Rücken, durch die Beine, okay? Also so. Okay, ganz easy, auch in der Situation, wenn wir auf den Spieler dazukommen. Und dann sind wir am Spieler vorbei, okay? Das macht ihr auch, Minute links, rechts, 10 Korbleger, 10 Würfe. Nächsten Übung, das ist Übung Nummer 4, macht ihr Handwechsel durch die Beine, Handwechsel, dann macht ihr durch die Beine zurück, in and out. Okay, das schaut dann so aus. Okay. Auch hier, Minute links, rechts, 10 Korbleger, 10 Mitteldistanzwürfe, wenn möglich. Drill Nummer 5, okay, ihr macht ein In and Out, ein Same Foot Stop, also Ausfallschritt, gleicher Fuß, gleiche Hand, Same Foot Stop, zurück, In and Out, Under Pullback, okay, schaut dann so aus. Und dann wieder mit rechts. Eine Minute lang rechts, eine Minute lang links. Drill Nummer 6 ist ähnlich wie Drill Nummer 5. Da macht ihr auch In and Out, Same Foot Stop, In and Out, aber jetzt Between the Legs, Under. Okay? Das schaut dann so aus. Das macht ihr auch eine Minute lang links, rechts, 10 Korbleger, 10 Würfe, wenn ihr die Möglichkeit habt. Okay, das waren insgesamt 6 Drills, 2 Minuten immer, okay, links, rechts, eine Minute jeweils. Das sind 12 Minuten Ballhandling und wenn ihr die Möglichkeit habt, mit dem Wurf und mit dem Korbleger noch abzuschließen, sind dann wieder nochmal 30 bis 45 Minuten lang Training. Okay, viel Spaß, bleibt gesund, bis bald, Coach K, ciao.